So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von ABC Fahrzeuge. Mein Name ist Ahmed Sharif und ich hoffe, euch allen geht's gut. Ja, wie ihr seht, sind wir heute wieder im Büro. Und zwar möchte ich ein, zwei Kundenstories erzählen und eine Story, wo ich jetzt ein Fahrzeug kaufen wollte, wo ich mal sagen muss, habe ich unerwartet schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, aber dazu gleich mehr. Zuallererst muss ich mich bedanken für die letzten Wochen und Monate, für die überwiegend positive Resonanz auf den YouTube-Channel. Ja, ich bin auf jeden Fall positiv überrascht und erfreut, dass es auch so gut ankommt mit den Videos. Ja, das letzte Video, das Hammer-Video, war ziemlich kurz. Das hatte keine 8 Minuten, kam auch nicht so gut an. Habe ich mir aber auch schon gedacht. Und zwar war das eigentlich auch so gar nicht geplant, dass es an einen Sonntag rauskommt. Das wollten wir eigentlich zwischendurch mal raushauen, weil wenn man schon nur einmal die Woche ein Video macht, dann finde ich, sollte das schon, ein bisschen umfangreicher sein und ein bisschen interessanter. In dem Fall war es so, dass wir auf jeden Fall ein Feedback bzw. ein Feedback zu dem Hammer geben wollten, nachdem wir den entfoliert haben und wie so der Stand der Dinge ist, was den Verkauf angeht. Leider waren wir notgedrungen. Aus gesundheitlichen Gründen konnten wir keine weiteren Videos produzieren, aber dazu gleich mehr. Ich hatte einen Kunden, der stand plötzlich hier bei mir auf dem Hof und hat sich für einen Renault Twingo interessiert. Der stand auch schon ziemlich lange, aber gut. Der hat den dann auf jeden Fall begutachtet, hat mir dann auch gesagt, warum er ein neues Fahrzeug kaufen möchte, und da war ich echt erschrocken. Also er kam mit seinem alten Fahrzeug her. Das Fahrzeug hatte schon seit über 5 Jahren keinen TÜV mehr. Also das habe ich selber auch noch nicht erlebt vorher. Der hat seit 5 Jahren keinen TÜV. Also an dieser Stelle kann ich euch erstmal nur sagen, das ist hochgradig gefährlich, also es kann richtig teuer werden. Ich glaube, schon ab 4 Monaten kann man schon einen Punkt kriegen, und der hatte einfach mal eiskalt 5 Jahre lang, war er nicht mehr zum TÜV gefahren oder zu Dekra. Das ist schon krass auf jeden Fall an dieser Stelle. Naja, nichtsdestotrotz, er hat sich auf jeden Fall für den Twingo entschieden, hat den Twingo gekauft, und wir haben gesagt, jetzt das alte Fahrzeug kann nur noch auf den Schrott. Ja, die andere Geschichte war auch ziemlich interessant. Da war eine ältere Dame bei mir auf dem Platz und hat mich dann angerufen, beziehungsweise sie war dann auch schon wieder zu Hause. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht da und hat dann gesagt, ob wir einen Termin abmachen können. Ich sage, na klar, sie hätten auch vorher ruhig anrufen können. Also wir machen meistens immer nur nach Terminvereinbarung, gerade jetzt zu der Zeit. Dann kam sie auf jeden Fall am nächsten Tag, hat das Fahrzeug gekauft. War auch ganz lustig eigentlich, so eine ganz nette Dame. Haben wir alles fertig gemacht. Die war halt die ganze Zeit misstrauisch, was den Kilometerstand angeht, was angeht, ob wir jetzt auch den TÜV neu machen und Inspektion. Ich habe gesagt, das machen wir alles. Also alles, was wir besprechen, alles, was gemacht werden muss, machen wir natürlich, selbstverständlich. Ja, dann hat sie das Fahrzeug gekauft. Ich glaube schon, habe ich auch gesagt, nach 2, 3 Tagen können sie das Fahrzeug abholen, weil es war top, es hatte sehr wenig gelaufen. Scheckgiftdick, lückenlos. Also ich konnte auch alles nachweisen. Ja, haben wir den Ölwechsel gemacht, hat sie das Fahrzeug abgeholt. Ich glaube, 1 oder 2 Tage später hat sie sich wieder gemeldet. Die Scheibenwaschanlage würde nicht funktionieren, beziehungsweise die hat funktioniert, aber war zu schwach. Da habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, kommen Sie vorbei, dann machen wir das nochmal. Und dann war sie halt richtig misstrauisch, weil ich vergessen habe, einen Ölzettel vorne reinzuhängen, ob wir überhaupt einen Ölwechsel gemacht haben. Da mussten wir natürlich erstmal diskutieren, weil das habe ich gemacht, aber ich habe halt den Ölzettel vergessen reinzuhängen. Aber ich habe es in Checkheft eingetragen und abgestempelt. Das hat ihr aber nicht gereicht. Gut, ist auch nicht weiter tragisch. Auf jeden Fall haben wir dann dann kam sie und ich habe ihr gesagt, bitte bringen Sie das Fahrzeug, lassen Sie es 1, 2 Stunden hier. Ich rufe Sie zurück, sobald das Fahrzeug fertig ist, sobald wir die Scheibenwaschanlage wieder hinbekommen haben, war auch nur verstopft, und dann können Sie das Fahrzeug wieder abholen. So, dann kam sie her. Ich muss dazu noch sagen, es war in der Fastenzeit, und dann sagt sie, ja, ich möchte hier bleiben. Ich sage, ja, ich kann sie aber hier nirgendwo lassen, ne? Also ins Büro ungern, auch alleine, weil ich mich halt um das Fahrzeug kümmern musste, in der benachbarten Werkstatt. Dann bin ich weggefahren. Dann habe ich aber auch gesehen, es ist ziemlich kalt und windig geworden und alles. Und ich war auch wirklich richtig nervös. Ne? Also auch, das ist natürlich keine Entschuldigung, aber durchs Fasten habe ich einfach nicht verstehen wollen, warum sie sich nicht an die Abmachung hält, Fahrzeug hier lassen, gehen. Ne, weil ich kann mich nicht um das Fahrzeug kümmern und um meine Kunden zeitgleich. Das geht leider nicht. Da habe ich gesagt, ey, ist ziemlich kalt, windig. Dann bin ich natürlich gleich wieder zurück. Ich sage, hier, habe ich gesehen, da läuft sie so ein bisschen rum, komplett am Frieren. Ich sage, kommen Sie ins Büro rein. Kommen, setzen Sie sich hier hin. Möchten Sie einen Kaffee? Möchten Sie was zu trinken? Wasser? Nee, ich möchte nichts. Ich bin ganz ruhig und ich störe Sie nicht. Ich sage, nein, darum geht's nicht. Aber ich möchte ungern mit Ihnen hier die Zeit im Büro verbringen. Halt aus den Gründen, wie die Umstände momentan sind. Dann hat sie sich hier hingesetzt und ja, dann habe ich sie gefragt, was arbeiten Sie denn? Dann meinte sie, ich bin schon Rentnerin. Ich sage, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wollte natürlich auch wieder ein bisschen gut machen.
weil ich davor so ein bisschen unfreundlich war. Habe ich dafür natürlich auch entschuldigt, habe ihr auch die Situation erklärt, dann hat sie es auch verstanden. Ja, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten nebenbei und dann ging es los. Haben wir halt über die momentanen Maßnahmen gesprochen und dann war sie komplett dagegen. Und ich war total geschockt. Ich guckte, sie saß da links, so bestimmt 5 Meter Abstand. Ich so, meinen Sie das gerade ernst? Sie so, ja, das kann nicht sein. Und diese Masken und tralala und hin und her. Und ich sage, okay, ich enthalte meine Meinung. Also ich versuchte eigentlich so wenig wie möglich meine Meinung zu sagen. In dem Fall war ich auch echt erschrocken, wie sie darüber denkt. Ja, so ganz, ganz tief ist sie in diese Verschwörungstheorien reingegangen. Habe ich nur abgenickt und ja, konnte ich leider auch nicht so viel zu sagen, weil ich da auch nicht wissend bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wer ist da schon? Ne? Also selbst wenn da irgendwas ist, wir werden es eh nicht erfahren. Gut, das hat jetzt auch nicht so viel mit Autos zu tun. Ich muss aber dazu sagen, die ganze Situation nagt natürlich auch auf den wirtschaftlichen Markt, auf den Autohandel. Ich hatte auch die Erfahrung gemacht, dass jetzt 50 Euro darüber entschieden haben, ob man ein Fahrzeug kauft oder nicht, was eine Finanzierung angeht. Kunden hatten da natürlich auch dagegen gesagt, weil halt Kurzarbeit und sonstiges. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir leiden da auch natürlich drunter als Autohändler. Man merkt es auch. Das Gute ist natürlich, es werden immer mal wieder Autos gebraucht. Also Autos gehen kaputt. Es gibt natürlich, viele arbeiten natürlich noch, brauchen ein Auto, um auch mobil zu sein im Alltag. Deswegen sind wir halt nicht so extrem davon betroffen. Wir können uns dann nur an die Maßnahmen und die Vorgaben halten, wie wir einen Kauf abwickeln und weiteres. Ja, warum ich das anspreche? Gut, ich komme dazu gleich. Das waren jetzt mal so 2 Kundenstories. Ja, dann habe ich noch selber eine Erfahrung machen müssen, was den Autokauf angeht, von einem seriösen Autohaus. Ich google die mal kurz, damit ich sagen kann, wie viele Filialen die sogar haben. Ich möchte das einfach mit euch teilen, weil ich echt geschockt war, wie Autohäuser in manchen Situationen oder in so einem Verkaufsprozess agieren können und wollen. Da war ich schon echt geschockt. Ich glaube, die haben 10, 12 Standorte. Da wollte ich für mich privat ein Fahrzeug kaufen, da ich mein aktuelles Fahrzeug verkauft habe vor circa 3 Wochen. Ich will einfach mal aus reiner Neugier nochmal gucken, wie viele Standorte die haben. 13. Selbst in Sylt haben die einen Standort. Zwar handelt es sich um einen größeren Mercedes-Benz-Autopartner. Ja, auf jeden Fall. Ich war die letzten 2 Wochen in Quarantäne, aus dem einfachen Grund, da ich Corona-positiv getestet wurde. Konnte auch natürlich auch feststellen, woher, wieso, weshalb, warum. Muss dazu aber auch sagen, es waren alles unter geschäftlichen Bedingungen, also es war nicht privat oder sonstiges. Auf jeden Fall habe ich mir ein bestimmtes Fahrzeug rausgesucht, was ich mir gerne kaufen wollte. Beziehungsweise ich habe so speziell dieses Fahrzeug gesucht. Ich habe 2, 3 Angebote gefunden, deutschlandweit, ziemlich weit auch entfernt, also in Stuttgart, Nürnberg und sonstiges, da ich halt auch ein bestimmtes Modell haben wollte. Dann hatte ich natürlich genug Zeit und Langeweile weiterzuschauen und siehe da, ich habe eins gefunden, circa 1 Stunde entfernt von uns. Ich habe da direkt natürlich angerufen, weil Kilometerlaufleistung war sehr gering, das Fahrzeug war aus erster Hand. Was bei diesen Fahrzeugen auch selten ist, es war 4 Jahre alt, aber es ist trotzdem selten, weil solche Fahrzeuge gehen gerne mal rum. Unfallfrei, auch sehr wichtig für mich persönlich, weil wenn ich so ein Fahrzeug nach 1, 2, 3 Jahren verkaufen möchte, dass man da auch natürlich einen guten Verkauf noch starten kann. Das Fahrzeug hat auch Wertpotenzial auf jeden Fall gehabt, dass es keinen großen Wertverlust hat. Im Gegenteil, ich denke mal, es wird stabil bleiben. Dann ist natürlich auch die Laufleistung wichtig, die Vorbesitzeranzahl und ob er unfallfrei ist oder nicht. Der Wagen hatte aber eine sehr magere Ausstattung, also nicht mal ein Soundsystem, auch so keine Assistenten oder sonstiges, aber hat mir wirklich trotzdem zugesagt, weil es die Farbe war, die ich wollte, die Grundausstattung und die Motorisierung. Ja, ich angerufen, der Kollege drangegangen, hat gesagt, ja, erklärt das ab und meldet sich zurück. Hat sich nicht mehr gemeldet. Abends habe ich dann nochmal eine E-Mail hingeschrieben, dass ich wirklich Interesse habe und dieses Fahrzeug kaufen möchte. Am nächsten Tag hat mich dann eine Verkäuferin zurückgerufen, hat mir dann erklärt, dass die Nachfrage sehr hoch ist und dass das Fahrzeug noch schon inseriert wurde, aber eigentlich noch gar nicht im Bestand. Es muss noch durch die Aufbereitung, was eine Woche dauern kann. Da es ein Leasingrückläufer war, es werden noch 1, 2 Stellen nachlackiert. Kratzer, Gebrauchsspuren, also Kleinigkeiten. Und natürlich dann noch aufbereitet. Und ich meinte dann, ja, ich will auf jeden Fall das Fahrzeug haben. Der Preis hat auch gepasst. Also es war jetzt nicht überteuert. Es ist aber auch kein Schnäppchen aus dem Grund, weil halt wirklich einiges an Ausstattung gefehlt hat. Gut, dann haben wir uns darauf geeinigt. Festpreis. Dafür habe ich 24 Monate Garantie. Von Mercedes-Benz, junge Sterne-Garantie, ist natürlich auch auf jeden Fall von Vorteil. Gerade wenn man so hoch, ja ich sag jetzt mal so etwas teure Fahrzeuge kaufen möchte, ist natürlich eine Garantie sehr wichtig, weil da kann es sehr teuer werden, wenn man da Probleme hat. Als gewerblicher Käufer hätte ich natürlich auch kaufen können, hätte ich ein bisschen Nachlass bekommen. Es hat sich aber, ich habe es ausgerechnet, es hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt, diesen Nachlass mitzunehmen. Da habe ich mich entschieden, kurz dann natürlich das Fahrzeug privat zu kaufen, um halt die Gewährleistung, die Garantie und
den frischen Service mitzunehmen. Ja, ich mich schon gefreut, sie hat mir gesagt, ja, sie kriegen das Fahrzeug, wir werden den disponieren. Den Begriff kannte ich vorher auch noch nicht. Aber ich habe auch gesagt, komm, ich mache eine Anzahlung, das passt, ich will das Fahrzeug haben. Ich habe mein altes Fahrzeug verkauft und ich möchte auch nicht so weit fahren, um ein neues Fahrzeug zu erwerben. Da habe ich gesagt, nee, brauchen sie nicht, alles gut. Ich denke mir so, okay, Mercedes-Benz Autohaus, 12, 13 Filialen haben die. Kann ja nur seriös sein und dann verlässt man sich darauf, ne? So, habe ich natürlich auch erklärt, meine derzeitige Situation, dass ich in Quarantäne bin. Dann meinte sie, ist gar kein Problem. Das Fahrzeug wir brauchen eh noch ein, zwei Wochen Zeit und dann können wir das machen. Ich sage, alles klar, perfekt, super, ich freue mich. Hat gesagt, ja, freut mich auch, dass sie das Fahrzeug kriegen und die ganzen anderen Interessenten. Also sie hat wirklich sehr viel Nachfrage, haben die da gehabt. Angeblich, das weiß ich natürlich nicht. Ich so, alles klar, super. Dann, ich mich schon darauf eingestellt, eine Woche später bekomme ich einen Anruf von der Verkäuferin. Ja, ich muss ihn leider absagen. Ich denke mir so, hä, wie geht denn das jetzt? Ich sage, wie, sie müssen mir absagen. Wir haben uns doch schon geeinigt und alles, das Fahrzeug ist reserviert. Das war ja schon im Internet inseriert mit Beispielbildern. Sie hat mir aber vorher über WhatsApp noch Bilder zukommen lassen, Originalbilder. Das ist halt bei denen so ein System, sobald die was in Zahlung nehmen, läuft das über irgendwelche Systeme und dann wird das gleich online gestellt mit Beispielbildern und sonstiges. Ich dann so, okay, alles klar. Wie kann das sein? Ja, der Verkaufsleiter ist mit dem Preis nicht einverstanden und das läuft wohl bei denen so ab. Sobald die auch ein Fahrzeug verkaufen, muss danach trotzdem noch der Verkaufsleiter den Segen darauf geben, ob das so in Ordnung ist und das Fahrzeug kam aus einer anderen Filiale und der Verkaufsleiter aus der anderen Filiale war damit nicht einverstanden. Ich so, hä? Das habe ich ja noch nie gehört. Ich sage, wir haben doch eine mündliche Abmachung, einen mündlichen Vertrag. Ich sage, ihr seid ja auch nicht irgendwer. Ihr seid immerhin Mercedes-Benz, ich meine, da steht ja auch ein großer Name dahinter. Das ist einfach ein Kundenabsagen, weil man mehr Geld haben möchte. Ja, und dann habe ich gefragt, ja, was ist denn jetzt der Preis? Dann wollten die tatsächlich fast 7.000 Euro mehr haben. Ich saß da zu Hause wie so ein kleiner Junge in Quarantäne. Ich denke mir, ist das gerade euer Ernst? Ja, ich habe mit denen gesprochen, wir können 5.000 machen. Also 5.000 Euro mehr wie der Preis für das, was das Fahrzeug im Internet angeboten wurde. Ich sage 5.000 Euro. Ja, tut mir leid, aber das ist mir nicht wert. Ja, tut mir leid, ich bin auch nur quasi das letzte Glied in der Kette. Ich kann da leider auch nichts machen. Sagt sie, ja, mein Mann ist auch Gebrauchtwagenhändler. Ich weiß, da läuft das ein bisschen anders. Ich sage, ja, da läuft das vernünftig. Da läuft das seriös. Zum größten Teil. Ich sage, wenn man eine Abmachung hat, dann hat man eine Abmachung. Also ich war echt baff. Also das hätte ich auch niemals gedacht. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht und muss echt sagen, also keine Ahnung, also auf jeden Fall geschockt. Ne? Also das hätte ich echt nicht gedacht. Da habe ich gesagt, okay, das ist mir auf jeden Fall nicht wert. Wenn man jetzt von 1.000 Euro gesprochen hätte, ist okay. Kann man das noch irgendwie deichseln, dann macht man das schon irgendwie, dann ist das noch in Ordnung. Aber 5.000 Euro mehr ist echt eine krasse Hausnummer. Also da war ich echt geschockt und muss auch echt sagen, das ist das letzte Fahrzeug, was ich gekauft habe für mich privat. Das war von einem größeren Autohaus. Da habe ich auch wirklich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Also was heißt sehr schlechte Erfahrung? Aber ja doch, eigentlich sehr schlechte Erfahrung. Ich habe das Fahrzeug, ich musste da mehrmals hinterher telefonieren, dass ich das Fahrzeug bekomme. Dann war das immer so ein Hin und Her. Wir rufen sie zurück. Kam nichts. Im Endeffekt habe ich das Fahrzeug gekauft. Nach ein paar Monaten als gewerblich gekauft. Mir wurde auch gesagt, der Fahrzeug ist nicht, das ist in Ordnung. Nach ein paar Monaten Steuerkette, Kettenspanner, defekt. So, als gewerblicher Käufer hat man natürlich keine Gewährleistung. Dann stand ich da. Muss ich das natürlich auch reparieren lassen. Was auch nicht billig war, aber ich habe da zum Glück einen sehr guten Anbieter gefunden, der das kostengünstig macht und vernünftig. Fahrzeug damals gekauft, auch Tankleuchte, Reserve leuchtet schon, damit vom Hof gefahren. Also ich habe mir echt gedacht, das ist echt krass. Ja, dann habe ich mich diesmal dafür entschieden, okay, komm, kaufen wir mal, probieren wir es mal aus. Das heißt, probieren wir es aus, ich wollte das Fahrzeug haben, darum ging es mir in erster Stelle. Ne? Wer jetzt dahinter steht, war zweitrangig, aber ist natürlich schon wichtig. Und dann hat man da natürlich so eine Erfahrung wieder gemacht. Also muss ich echt sagen, selber als Gebrauchtwagenhändler oder als Autohändler, ja, keine Ahnung, eigentlich habe ich dafür keine Worte. Ne? Weil ich bin selber Gebrauchtwagenhändler, ich arbeite mit viel günstigeren Fahrzeugen, mit gebrauchten Fahrzeugen, mit allerhand von Kunden und da gibt es sowas nicht. Also ich habe da bei Gebrauchtwagenhändlern so eine Erfahrung noch nicht machen müssen, zum Glück. Aber das war schon echt, ja, schade, aber gut. Ist halt so. Sollte da nicht so sein, ist nicht schlimm. Schauen wir mal weiter. Wäre auf jeden Fall eine coole Überraschung gewesen. Hätte ich auf jeden Fall auch, das Fahrzeug hätte ich natürlich auch für YouTube-Content genutzt. Aber gut, sollte halt nicht so sein. Wie gesagt, 13 Filialen, also unglaublich. Aber gut, es ist, wie es ist. Auf jeden Fall, warum ich das auch mit Corona anspreche. Ich weiß nicht, ob ich das einfach sagen darf, aber ich sage ja auch nichts Schlechtes dagegen. Was heißt Schlechtes dagegen? Also querdenkermäßig. Mich hat es erwischt. Ich konnte leider dadurch auch keine Videos in letzter Zeit drehen. Ich will auch nicht sagen infiziert, das ist so ein krasser Begriff für eine Grippe. Angesteckt, um es so zu sagen. Ja, also ich hatte natürlich auch ein paar Tage damit gut zu kämpfen. Habe aber auch, die Geschichten, die ich jetzt gerade erzähle mit den beiden Kunden, waren
natürlich davor. Ne? Also da hätte ich natürlich auch darüber in Kenntnis gesetzt, aber es war alles davor. Ich konnte zum Glück genau nachweisen, beziehungsweise genau feststellen, wann und wie ich mich angesteckt habe. Und ja, Test gemacht, nachdem ich die ersten Symptome hatte. Der Test war negativ, ein Schnelltest. Hatte zwischendurch auch noch ein geschäftliches Treffen. Hab mit einem sehr guten Freund und Geschäftspartner mich noch treffen müssen. Beziehungsweise da hatte ich noch gar nicht die Kenntnis darüber, dass ich vermutlich angesteckt sein könnte. Leider Gottes habe ich den guten Freund und Geschäftspartner auch angesteckt. Man hat natürlich sich ein bisschen schlapp gefühlt, aber man hat das aufs Fasten auch so ein bisschen geschoben. Man hat da gedacht, ja klar, durchs Fasten hat man jetzt ein bisschen Kopfschmerzen oder fühlt sich ein bisschen schlapp, was man die Wochen und Tage davor nicht hatte, so extrem. Ja, auf jeden Fall, ich hatte zum Glück einen milden Verlauf, habe natürlich das auch gleich dem Gesundheitsamt in Kenntnis gesetzt, habe einen PCR-Test gemacht, der war dann natürlich auch positiv. Habe mich mit dem Kollegen, also mit dem Freund und Geschäftspartner kurz geschlossen. Der hat sich auch angesteckt. Dann konnten wir halt feststellen, ja, es kam von mir. Ja, warum ich das eigentlich überhaupt anspreche, ob es jetzt einen interessiert oder nicht. Ich muss dazu sagen, es ist wirklich eine gefährliche Sache. Ne? Also ich hatte die ersten Tage arg damit zu kämpfen, hatte aber dann zum Glück einen milden Verlauf und habe es auch sehr schnell wieder, ja, war auch sehr schnell wieder fit. Wobei der vom Gesundheitsamt zu mir gesagt hat, ja, das ist selten, dass sich die Leute noch melden. Und ihr Test hat ergeben, dass es sehr virenhaftig war. Also so wie ich ihn das erklärt habe, welche Symptome ich habe und was für ein Verlauf, hat er gesagt, ich habe sehr viel Glück gehabt. Habe ich gedacht, okay, ja, kann er ja so sagen. Ne, auf jeden Fall natürlich auch in Quarantäne begeben. Ja, den Freund von mir, den Kollegen, hat es extrem erwischt. Ich möchte auch nicht, dass mich irgendwer fragt, wer und sonstiges. Ne? Also über 40 Grad Fieber zwischendurch bekommen. Im Endeffekt auch ins Krankenhaus gemusst. Lungenentzündung. Und der Kollege ist jünger wie ich. Ne? Das kommt auch noch dazu. Lungenentzündung, Riss in der Lunge. Hat wirklich sehr stark damit zu kämpfen. Mittlerweile geht es dann ein bisschen besser. Aber worauf ich hinaus will, ist, ist natürlich ein scheiß Gefühl. Aber ich habe es natürlich zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, nachdem ich ihn dann angesteckt habe. Ja, was ich nur sagen kann, ist, die ganzen Leute, die doch sagen, ey, das ist alles nur Verarsche und sonstiges, ne? Also ich kann das auf jeden Fall nicht mehr hören. Ich will das auch nicht mehr hören, das ist echt unglaublich. Ne? Also man sollte sich wirklich schon daran halten, an die Auflagen, auch wenn ich nicht jede Auflage cool finde oder dahinter stehen kann. Ich bin auch selber kein Paradebeispiel, sage ich ganz ehrlich. Nur wo es dann halt so weit war, dass es mich auch getroffen hat, habe ich mich natürlich auch an die Regeln gehalten vom Gesundheitsamt und von den Ärzten, ne? Und habe parallel dazu gesehen, wie schlimm so ein Verlauf sein kann. Ne? Also ich kann wirklich dann nur an jeden appellieren. Ja, passt auf eure Gesundheit auf. Achtet vor allen Dingen noch mehr auf die Mitmenschen. Nicht nur auf euch, achtet vermehrt auf die Mitmenschen. Und wenn man das in dem Beispiel sagen kann, das war auch er ist auch jünger wie ich, ne? Und ich hoffe, dass er das auf jeden Fall wieder gut wegsteckt. Ja, es hat zwar jetzt nicht so viel mit Autos zu tun. Ich wollte euch halt nur auch erklären, wie wir Autohändler, ich denke mal, sind auch mehrere meiner Meinung, mit dieser Situation auf irgendeine Art und Weise umgehen müssen. Da wir natürlich noch die Möglichkeit haben zu verkaufen unter bestimmten Auflagen, sollten wir trotzdem darauf achten, dass wir uns auch an die Regeln halten und weitestgehend versuchen, dass sich diese Krankheit nicht weiter ausbreitet. Meine Meinung ist auch dazu, falls das hier so kundgeben kann, ich habe früh Freunde mitbekommen, dass sie sich da angesteckt haben. Und die hatten Gott sei Dank alle einen leichten, milden Verlauf. Jetzt habe ich das natürlich mal anders erlebt und habe mich natürlich auch schon beschäftigt. Unabhängig von der ganzen anderen Scheiße, die hier auf der Welt passiert. Ja, kann man nur sagen, hoffentlich ist die Zeit bald um, dass wir alle wieder in den Alltag zurückkehren können. Ich habe auch Bock, noch richtig coole Videos zu drehen in absehbarer Zeit. Auch hoffentlich kommt da bald was mit anderen, die auf YouTube aktiv sind. Ansonsten kann ich nochmal sagen, ohne dass wir irgendwie Support oder sonstiges haben, finde ich das schon echt gut und echt cool, wie die Videos ankommen und wie die Resonanz darauf ist. Ja, das war's dazu. Wie gesagt, durch die Situation, Verkäufe sind natürlich zurückgegangen. Es ist überhaupt nicht mehr überschaubar, was man kaufen kann, was sich verkauft. Natürlich geht immer ein bisschen was. Das ist natürlich unser Vorteil, dass wir uns über Wasser halten können, beziehungsweise dass wir noch aktiv auf dem Markt mitmischen können. Das freut mich auch für jeden anderen Autohändler, die ich kenne. Ich hoffe, dass auch die Gastronomie bald wieder am Start ist und alle anderen, die auch dadurch finanzielle und vor allem gesundheitliche Einbußen einstecken mussten. So viel dazu. Nächste Woche kommt dann
ein interessantes Video, was wir gestern noch gedreht haben. Da geht es ein bisschen um Oldtimer, haben wir auch ein cooles Fahrzeug dafür. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran, lasst ein Abo da und ja, trinkt viel Wasser auf jeden Fall, bleibt alle gesund, passt auf euch auf, passt auf eure Mitmenschen auf und dann sehen wir uns hoffentlich schon im nächsten Video.